Hallo und herzlich willkommen bei Aquado Zoo. Hi. Hier ist mal wieder der Volker von Dennerle und der Nils von Aquado Zoo. Und wir haben heute wieder ein schönes Aquarium für euch, denn wir haben ja auch schon im letzten Video, hier oben verlinken wir euch das, ein Basic-Aquarium vorgestellt, nämlich einen 30 Liter Nanocube, genau, den der Volker hier eingerichtet hat. Und wir werden jetzt das Ganze nochmal als Gegenstück machen mit einem 35 Liter Nanotank. Genau. Und das Thema ist hierbei eigentlich angelehnt an das Thema Betta, Kampffische. Genau. Da haben wir uns das Aquarium rausgesucht, weil es natürlich von der Form her dem Betta mehr schmeichelt. Wir haben etwas weniger Höhe, wir haben etwas mehr Grundfläche. Und das ist dann eben eine adäquate Lösung. Gibt es auch noch als 55er, als 70er gibt es auch. Ne? Genau. Auch, genau. Aber wir legen damit los. Und auch dieses schöne Stück könnt ihr später auf der Aqua Expo Messe in Dortmund am 11. bis 13. Oktober genau live begutachten. Und auch da werdet ihr den Volker sehen können. Genau, da werde ich sonntags, bei dem Workshop sonntags, ich mache samstags und sonntags einen Workshop, da werde ich genau das, was wir jetzt heute hier bauen, werde ich dort auch nochmal nachbauen. So, also ich hoffe, wir sehen uns. Los geht's. Ich würde sagen, wir packen es aus. Genau. Kurz und schmerzlos. Ich bin großer Fan von dem Aquarium. Ich finde das Maß genial. Also gar nicht auf Wetter nur angelehnt, sondern generell. Das ist mein Lieblingsbecken von uns. Also das ist wirklich das mit den schönsten Proportionen quasi. Ja. Man könnte sagen, das Becken ist einfach sexy. Ja. Auch hier wieder eine Shiros bei. Vollflächig oben drauf. Finde ich sehr gut. Genau. Also hier ist die A2 dabei. Und wie gesagt, alles wie bei dem Nanocube. Könnt ihr euch alles im vorigen Video natürlich angucken, ne? Also auch hier wieder Unterlichtmatte bei und alles wie gewohnt. Im vorigen Video hab ich ja über diese Schaumstoffklötzchen gesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt hier einen Kampffisch reinsetzen, ist das extrem wichtig, weil Kampffische suchen sich gerne dunkle Höhlen und so, und das kann passieren, dass die dann hier hinten reinschwimmen. Ja. Und die müssen ja atmosphärischen Sauerstoff atmen. Dann kriegen die Probleme. Ja, und dann kriegen die Probleme, können dann sterben. Also deshalb bei hier, zeige euch gerade mal, mache es einfach mal hier, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich drehe mal das auf einmal rum. Das ist wirklich extrem wichtig, was der Volker euch jetzt hier zeigt, ja, weil es ist auch meine Erfahrung, die Kampffische schwimmen hier kopfüber rein und bleiben stecken oder von unten, und die genau kommen einfach nicht raus. Sie sind wie so ein Dübel, hängen die da drin. Genau. Ihr geht einfach hin, nehmt eine Pinzette, das erste Teil rein und dann einfach mit der Pinzette bis zur Unterkante schieben und das zweite Teil einfach oben drauf. Ist bei all unseren Filtern mit dabei, serienmäßig, und da kann dann auch nichts mehr passieren. Jetzt, da das Aquarium für einen Kampffisch sein soll, verzichten wir auch auf unser Ausströmrohr, weil das die Strömung natürlich schneller macht, und Kampffische mögen eigentlich eher ein bisschen moderatere Strömung. Ja. Aus dem Grund verzichten wir jetzt hier auf unser Ausströmrohr. Das heißt, das könnt ihr euch zur Seite legen, falls ihr mal ein anderes Aquarium möchtet. Einfach die Sachen zur Seite legen, genau. Bei dieser Lampe ist es jetzt im Gegensatz zu bei unseren Cubes. Die Lampe könnt ihr mit einer App steuern, also mit der My Shiros App. Mhm. Kannst du die Lampe steuern, die verbindet sich über Bluetooth. Das ist quasi dieser Commander hier schon drin integriert. Genau. Ne? Und gerade für einen Kampffisch ist die Spitze, weil man halt auch die Intensität der Leuchte einstellen kann. Es gibt ja Kampffische, die, also man soll ja das Kampffischbecken nicht zu hell betreiben. Mhm. Und aus dem Grund ist die Lampe eigentlich perfekt. Und das Spektrum verstärkt die Farbwirkung. Ja, absolut. Also auch Pflanzen und das Bunte des Kampffisches wird hier nochmal mit dieser Lampe hervorgehoben. Also es ist eine schöne Lampe, und wie gesagt, wir haben ja seit 2 Jahren die Kooperation mit Shiros, und das ist echt schön, wenn man so das Licht hier sich anguckt. Jetzt sieht man es natürlich leider noch nicht, aber wenn Pflanzen drin sind, kann man das schon gut erahnen. Ja. Und das ist auch so, natürlich klar, wenn es jetzt mal kein Kampffischbecken werden würde, ihr habt einfach eine potente Leuchte. Und diese Steuerbarkeit mit der Dimmung und Co., genau, ihr habt einfach alle Optionen auf dem Tisch. Also finde ich wirklich gut, dass ihr die Lampe drauf habt. Das ist ein großer Vorteil zu den vorigen Lampen. Absolut, absolut, genau. Gut, dann haben wir noch einen Heizer. Ein Heizer ist beim Kampffisch ganz wichtig, weil genau, die mögen eher, also ein Aquarium zu betreiben mit einem Kampffisch ohne Heizer, eine schlechte Idee. Absolut. Also mindestens 25 Grad. Wir nehmen jetzt hier unseren Konstantheizer, der ist ja voreingestellt auf 25 Grad. Wer sein Aquarium wärmer haben möchte, muss sich dann halt einen regelbaren Heizer reinhängen. Aber 25 Grad reicht eigentlich für einen Kampffisch aus.
es ist halt auch mal so, weil wir machen ja jetzt hier Pflanzen rein, Aquarienpflanzen, 26 Grad ist noch okay, aber was drüber hinausgeht, mögen die meisten Pflanzen nicht, stellen dann ihr Wachstum ein, bekommen Stress und können dann auch, es können dann unerwünschte Algenprobleme auftreten. Das geht sehr schnell. Und wir haben natürlich aufgrund der Lampe hier einfach, das werdet ihr auch dann merken im Betrieb, die hat eine gewisse Wärme, die hat ja oben Kühlrippen. Und diese Wärme, die gibt die natürlich auch nach unten ab. Das heißt, wir haben oberflächliche tagsüber doch einen ganz guten Wärmeeintrag. 1-2 Grad kann man da durchaus erwarten. Und in der Nacht, wenn sie dann aus ist, fällt die Temperatur. Das entspricht aber auch natürlich einer gewissen Nachtabsenkung, die wir in der Natur ja auch wieder finden. Also das ist schon mal sehr gut. Okay, dann haben wir auch wie bei dem anderen Aquarium entsprechende Pflegeprodukte dabei, die wir reingeben sollten. Wasseraufbereiter und Co. Es gibt extra für die Betas bei euch noch eine eigene Pflegeserie. Ja, da haben wir das All for Beta. Das ist, ist so eine kleine Kiste. Da sind 3 Produkte drin. Einmal ein Futter, einmal ein Wasseraufbereiter und einmal ein Pflegemittel. Also so ein flüssiges Pflegemittel, was der Fisch über die Schleimhäute dann, Vitamine, Spurenelemente, Dexpanthenol, alles Gute für das Wohlbefinden des Tieres. Und diese Produkte gibt es natürlich dann auch einzeln zu kaufen. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit dem ganzen Hardscape und drumherum. Genau. Wie würdest du starten? Also wir setzen jetzt erstmal Steine rein, weil wir machen da so eine kleine Insel. Im Hintergrund kommt Säul und im Vordergrund kommt Dekosand. Galapagossteine hast du ausgewählt? Genau, Galapagossteine habe ich aus dem Grund ausgewählt. Sie sind schön porös. Ja. Also enorm viel Besiedlungsraum für wichtige Mikroorganismen, aber das Wichtigste, gerade bei Kampffischen, die sind rund. Also der Kampffisch kann sich nicht verletzen, das ist beim Kampffisch-Aquarium ganz wichtig. Natürlich gibt es auch andere runde Steine, ihr könnt auch Kieselsteine nehmen oder du hast so schwarze Pebblesteine, ja. Die könnt ihr nehmen. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr wisst, ihr möchtet einen Kampffisch haben, achtet darauf, was für Deko ihr verwendet. Denn gerade die Kampffische haben ja häufig, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Naturform ist, eben relativ lange Flossen. Und das ist natürlich bei rauen Oberflächen immer eine kritische Komponente. Der Kampffisch setzt sich ja auch gerne mal ab und ist jetzt nicht immer nur der Dauerschwimmer. Und wenn da natürlich irgendwo an einer scharfkantigen Lava, die ist ja wirklich rau wie so ein Bimsstein quasi, wenn man da irgendwo hängen bleibt, das ist sehr unangenehm fürs Tier. Und das, wie gesagt, haben wir hier nicht. Sieht ähnlich aus, aber es ist furchtbar gut. Es ist richtig weich, ja. Und was ich auch von Vorteil finde, wenn du Moose oder sowas setzt, die krallen sich wahnsinnig gut hier an dem Gestein fest. Du kannst auch einzelne Stücke hier, wenn du hier so, hier zum Beispiel ist ein größeres Loch, da kannst du auch super die Moose reinstecken und die wachsen dann, also gerade bei Christmas Moos, das heftet sich ja eh fest. Mhm. Das funktioniert tadellos ohne Kleben dann. Und wir verwenden auch schöne Wurzeln. Allerdings sollte man bei Wurzeln darauf achten, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, kann man gut sehen, das ist so eine Spitze, das natürlich auch, entweder ihr schneidet sie ab, macht sie quasi stumpf oder ihr packt quasi die spitze Seite in den Boden rein, sodass der Kampffisch sich einfach nicht daran verletzen kann. Es ist natürlich so, der Kampffisch schwimmt ja sonst auch nicht mehr im Airbag durch die Gegend und sagt, was ist denn da? Oh, eine Wurzel, da muss ich mich dran aufhängen. Aber man will natürlich ja die Risiken einfach minimieren. Ne? Wir haben eine Fürsorgepflicht fürs Tier und da wollen wir natürlich gucken, dass wir das alles so einrichten, dass es da einfach maximal optimal läuft. Und das ist eben das, was der Volker sagt. Du nimmst wieder ungerade Steinmengen, nehme ich an? Ja, genau. Und du fängst vorne ja auch bewusst, einfach nochmal für euch zum Verständnis, vorne mit großen Steinen an, weil was viele Anfänger ja auch falsch machen ist, dass sie die großen Steine nach hinten nur setzen und nach vorne ausbluten lassen. Aber das ist ja genau der Fehler. Ne? Einfach für die Tiefe nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und ich habe jetzt hier eine gerade Anzahl an Steinen, aber da kommt jetzt gleich noch ein Stein hinzu und schon haben wir wieder eine ungerade Anzahl. Ich mache jetzt erstmal meine Barriere, weil im Hintergrund habe ich eben gesagt, wir nehmen Säul. Säul aus dem Grund ist für Kampffische super geeignet, weil er halt das Wasser sauer macht. Mhm. Und Kampffische mögen ein saures Milieu und aus dem Grund ist Säul echt empfehlenswert. Und weil ja unsere Pflanzen brauchen ja Nährstoffe. Das haben wir ja auch im Video vorher erklärt, dass Pflanzen Nährstoffe brauchen. Und es gibt ja 2 Varianten. Wir haben einmal Nährboden und Kies und die Säulvariante. Und auch hier haben wir im Vorfeld die Technik drin. Das heißt, es passiert auch nicht, dass am Schluss denken, oh, jetzt haben wir zu viel, jetzt haben wir alles eingepflanzt. Wo bauen wir jetzt die Technik rein? Also am Anfang Technik, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr genug Platz habt. Und jetzt hier habe ich einfach so eine schöne, mit den Steinen, habe ich so eine schöne Barriere, damit wir das Säul auch nicht nach vorne abwandert. Wenn ihr jetzt so Hohlräume habt, die
wo der Soll trotzdem durchrieselt, könnt ihr im Nachgang einfach nochmal ein bisschen Filterwatte nehmen, einfach mit der Pinzette und dann hier so reinstecken. Ja. Und dann macht ihr das auch safe, dass der Soll da bleibt, ja, dass er bleibt, wo er ist. Man könnte auch die Steine verkleben, wäre auch eine Option, ne? Wobei genau, natürlich jetzt auf dem kompakten Raum wahrscheinlich hier nicht viel passiert. Nein. Für diejenigen unter euch, die noch nicht so genau wissen, was ist denn überhaupt Zoll? Es sieht natürlich ähnlich aus wie ein Kiesboden, er hat aber eine etwas organische Form. Es sind so ein bisschen unterschiedlich in der Körnung. Es ist gebrannte Erde, es sind genau verschiedene gebrannte Erden und ist quasi wie ein Hybrid. Also zwischen Nährboden und Kies, also das ist, das der vereint quasi beide Varianten. In einer Welt. Genau. Und er ist halt bioreaktiv, ne? Eine hohe Ansichtungsfläche wieder. Und Zollaquaren, nach meiner Erfahrung auch, sehen nach sehr kurzer Zeit sehr klar aus. Er hat einen sehr absolut hohen Klärungseffekt dabei, genau, noch. Hm? Jetzt haben wir eine Wurzel hier, wie eben schon gesagt. Ich gehe immer hin, nehme die Wurzeln trocken. Normalerweise müsste man jetzt hingehen, die Wurzeln hier ein paar Wochen im Aquarium wässern, aber ich bin ja auch ein ungeduldiger Mensch. Aber jetzt haben wir hier das Problem, was passiert? Das Holz ist trocken, ich schütte Wasser rein, die Wurzel wird nach oben ansteigen. Aber der Nils hat da einen Tipp für euch, wie man die Wurzel auch so schön fixieren kann, so dass es schön aussieht. Das stimmt, wir haben nämlich dazu auch schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch hier oben nochmal angucken. Ne? Ein Video zum Thema Kleben, Festbinden und Co. Da könnt ihr euch das anschauen, wie man am besten solche Sachen befestigt. Wir machen das jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf. Wir haben hier eine Watte, die ist hier komplett Zellulose-Material. Ist eine Bio-Baumwolle. Wir haben also jetzt nicht irgendwie eine synthetische. Und die funktioniert meiner Meinung nach am besten. Und Zigarettenfilter würden auch gehen. Aber wie gesagt, das hier ist ganz gut. Ich bin ja nicht Raucher, aber solche Zigarettenfilter. Ja, mir geht es genauso. Dann brauchen wir einen Kleber. Ich nehme ganz gerne hier tatsächlich den von Arca, habe ich gute Erfahrung mitgemacht. Den Liquid, also den wirklich flüssigen. Ich assistiere dir gerade einfach gut mal ein bisschen. Und ich darf es dann versauen. Ja, bitte. Ja. Genau, jetzt hat der Volker das hier so schön drapiert. Und jetzt tränken wir das Ganze. Und da auch nicht mit dem Kleber geizen, richtig schön tränken und dann, wie gesagt, wird das später knüppelhart und verbindet sich. Aber Nils, du hast doch mir eben noch ein cooles Produkt gezeigt, was du hast, wo man da jetzt halt nochmal die Klebestelle kaschieren kann. Also wir haben extra für diese Klebestellen das Aquacando Glue Cover. Das ist im Prinzip ein Naturprodukt, was ich genau auf diese Stellen streuen kann, was sich daran festsaugt und am Ende die Stelle möglichst kaschiert, denn eine weiße Filterwatte will natürlich jetzt hier keiner sehen. Wir könnten auch ein Gesteinsmehl nehmen, was passend ist, aber das hier bietet sich halt ideal an. Und wir kriegen das Ganze wirklich gut kaschiert und am Ende wird es kaum auffallen. Spätestens wenn es bepflanzt ist, sehen wir von der Watte eigentlich gar nichts. Schön. Also Volker, ich merke schon, du und unser Glue-Cover, ihr seid ja quasi schon so. Ja, einwandfrei. So. Und jetzt könnt ihr sehen, also es dauert jetzt noch eine gewisse Zeit, aber... Hier links ist es schon richtig fest. Ja. Also hier. Bis ihr dann mit der Bepflanzung fertig seid und das Aquarium befüllt, ist das bombenfest. Ja. Und auch, wenn ihr in den Laden geht und die perfekte Wurzel sucht, vergesst es, die findet ihr nie. Kauft lieber zwei, drei schöne Stücke und baut euch die perfekte Wurzel. Zum Beispiel jetzt hier könnte man noch ein kleines Stückchen hier so ansetzen. Und einfach um das ganze Layout nochmal ein bisschen mehr abzurunden. Aber nee, so darfst du noch mal kleben, ja, weil du bist ja heute so ein aber du bist ja hier der Watte-Experte. Ich bin der Wattige. Ja. Wie brauchst du? Kannst, aber das, was du sagst, ist ganz gut. Das sagen wir unseren Kunden auch immer. Wenn du eben nicht die Wurzel findest, auch bei großen Projekten, es spricht ja nichts dagegen, aus zwei, drei Wurzeln die perfekte Wurzel zu bauen. Das sieht auch wirklich am Ende meistens besser aus. Genau. Also vergiss es. Glaubt mir, ihr findet die perfekte Wurzel nicht. Die gibt also außer bei uns natürlich bei Aquado zu. Wir, ja, haben natürlich die perfekte Wurzel da, Wurzeln, aber ansonsten passt auch sehr schön zu den Galapagos-Steinen mit den leicht bräunlichen Einschlüssen. Das mag ich auch sehr bei dem Gestein. Das immer, stimmt. Also bei den Galapagos-Steinen ist es ja so, wir hatten ja in dem Video zuvor, wo wir das Nanocube eingerichtet haben, also das Einsteiger-Cube, haben wir ja explizit auf Lavasteinen gewiesen. Und jetzt zum Beispiel ein Galapagos-Stein, der ändert auch seine Wasserchemie quasi nicht, aber bietet eine poröse Besiedlungsfläche. Und es gibt ja Leute, die möchten vielleicht keinen schwarzen oder roten Stein. Und da ist das die richtige Wahl. So, jetzt machen wir noch einen Stein hinzu, ja, damit wir ja die ungerade Zahl haben. Auch hier auch gerne mal eine Wurzel ein bisschen nach vorne ragen lassen, um die Tiefe einfach noch mal ein bisschen aus dem Aquarium rauszukitzeln, weil wir haben ja jetzt ein relativ flaches Aquarium, also ist nicht so tief, aber mit solchen Geschichten einfach große Steine nach vorne, vielleicht mal eine Wurzel ein bisschen dominanter nach vorne zu drücken, damit
kitzelt man das Ganze noch mal ein bisschen raus. Aber jetzt letztendlich, um das komplett perfekt zu machen und dieses wunderschöne Layout abzurunden, hier, haben wir ja hier unser Deko-Kies. Mhm. Und zwar ist das ein ich mach's mal auf. Das ist ein natürlicher Sand, ist ein Quarzsand, also der verändert auch nicht die Wasserchemie. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr ein Kampffisch-Aquarium habt, achtet darauf, dass ihr nicht irgendwelche Kunstfarben, also immer natürliche Farben nimmt. Hier graue Steine, dunkles Holz und auch hier unser, ja, der wirkt sehr natürlich, unser, ne? Sand, der ist, das ist so eine schöne bernsteinfarbene Farbe. Das wirkt für einen Kampffisch gut und ist auch für einen Kampffisch besser, weil alles andere, so bunte Sachen, haben die immer Stress. Ja, und es ist auch so natürlich in der Pflege, der sieht auch lange gut aus. Genau. Es gibt ja manchmal Hersteller, die haben ja so einen Sand, sag ich mal, auch in der Farbe. In weiß. Ja, also schneeweiß, wie Puderzucker, und das wirkt dann auch einfach nicht mehr natürlich. Ne? Nee. Ich habe mich beim Kampffisch-Aquarium mache ich gerne solche Insel-Layouts. Warum? Wir haben jetzt hier im Hintergrund, werden wir jetzt schön groß bepflanzen. Das heißt, die Pflanzen im Hintergrund lassen wir auch fluten. Das heißt, der Kampffisch kann sich da schön ablegen, kann sich ausruhen, kann sich verstecken, hat Dunkelzonen, wo er, wenn es ein bisschen zu stressig wird, wo er sich zurückziehen kann. Aber im Vordergrund haben wir einen schönen großen Bereich, wo wir den Kampffisch auch gezielt füttern können. Ja. Er findet das Futter dann auch in diesem Sand. Das heißt, es kann auch nicht dazu kommen, dass irgendwie Futterreste rumgammeln oder so. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt, wo man beim Kampffisch-Aquarium drauf achten sollte. Mhm. Wirklich schön ja auch ist, dass du Kampffische mit der Zeit sehr gut auch, ne, mehr oder weniger von Hand oder mit Pinzette, genau, füttern kannst. Und den schütte ich jetzt einfach so hier rein. Den haben wir auch noch in kleineren Varianten. Also wir haben den nochmal in so einer kleinen Flasche. Die hat 500 Gramm, wenn man das Aquarium ein bisschen kleiner ist. Muss man auch nicht so einen großen Eimer sich holen. Darf und ich pinseln, Volker? Du darfst, bitteschön. Ach, ich darf den Meisterpinsel verwenden. Und jetzt auch hier kann man sehen, im ersten Video, also im letzten Video haben wir ja auch gesagt, warum ein Pinsel. Und hier kann man sehen, das ist einfach perfekt. Also wenn man ein Aquarium einrichtet, sollte man sich so einen Pinsel zulegen. Das hilft einfach, ne? Ungemein, das ist extrem praktisch. Und du kannst natürlich auch in dem ganzen Hardscape vorbei arbeiten. Und es freilegen. Kannst es quasi frei modellieren. Ja, ist wirklich ein riesen Vorteil. Und jetzt könnt ihr auch sehen, jetzt haben wir eine schöne Trennung von Soil und Dekosand. Und normalerweise bleibt das auch so. Also natürlich, wenn ich jetzt hier ein paar Garnelen reinsetze, trotz Kampffisch, also da muss man dazu sagen, die Chance, dass es funktioniert, dass es nicht funktioniert, ist immer 50-50. Kampffische sind Charaktertiere, es kann funktionieren. Aber es gibt da nicht die... Es gibt nicht die Generallösung, aber es ist tatsächlich so, wir empfehlen den Einsatz von Neocaridina-Garnelen, wenn es wirklich schön verkrautet ist. Es muss der verkrautete Zustand hergestellt sein, also ganz am Anfang ist es eine schlechte Idee. Die Neocaridinas vermehren sich in der Regel sehr gut. Ihr müsst gucken, dass ihr am besten eine Gruppe von ungefähr 10 Tieren direkt einsetzt. Die Vermehrungsrate der Neocaridinas wird wahrscheinlich so sein, dass der Bestand dauerhaft gesichert ist bei so einem verkrauteten Aquarium. Und der Kampffisch, wenn er dann mal eine findet, könnt ihr unter Lehmfutter verbuchen. Aber es ist der Bestand trotzdem gesichert. Nehmt ihr zu wenig Neocaridinas, ist die Vermehrungsrate zu gering am Anfang, ist das Aquarium noch nicht verwuchert, könnt ihr sich nicht verstecken. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber Neocaridinas. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, bis das Aquarium verkrautet ist, muss man trotzdem nützliche Helferlein einsetzen und dann empfehlen sich natürlich auch Schnecken. Ja. Also Geweihrennschnecken, normale Zebrarennschnecken, und da geht der Kampffisch auf keinen Fall dran, weil die helfen euch, das Aquarium algenfrei zu bekommen. Und das ist immer, gerade bei dieser Größe, so 5, 6, 7 Schnecken rein, das passt und das hilft euch auch, das Aquarium stabil zu halten. Und wenn dann später noch die Garnelen hinzukommen, dann ist das einfach perfekt. Du kriegst ja auch einfach nicht die Leistung in einer Schnecke, weil man muss ja ganz klar sagen, da sind so viele Ecken, Kanten, später, wenn das anfängt zu wachsen, wie willst, genau, du da reinkommen? Die Schnecke kann überall in die Winkel rein und das abgrasen, und das ist natürlich ein riesen Gamechanger. Okay. Ich denke, du willst vielleicht das eine oder andere Pflänzchen gereicht bekommen. Jetzt können wir mit dem Bepflanzen beginnen. Da wir ja auch dieses Aquarium trocken bepflanzen, bevor ich jetzt mit der Bepflanzung beginne, auf jeden Fall, wo die Pflanzen hinkommen, alles nochmal gut nass sprühen, damit die Pflanzen während des Bepflanzens nicht kaputt gehen.
Pflanzen habe ich schon gesehen. Du hast ja die Hygrophylla Polysperma Sunset in dem Fall, also die der Wasserfreund, eine ganz klassische Pflanze. Absolut. Die auch ein bisschen Färbung bekommt. Die wird oben so roséfarben und die Blattnerven kann man sehr schön sehen. Gerade unter der Shihirus LED echt eine Augenweide. Schöne, ne? Wirklich. Warte mal, ich muss mal gerade noch klare Sicht schaffen. Ja, ich packe dir die schon mal aus. Gerne. Absoluter Klassiker, die Pflanze. Sehr gutmütig, auch im Wuchs. Aber gerade die mit diesen Blattfärbungen später und diesen Zeichnungen dieser Blattnerven, absoluter Hingucker. Und die kann eben auch perfekt oben ausfluten. Ne? Das heißt, genau. Da hast du wirklich oben diesen Effekt, dass man die einfach wachsen lassen genau. kann. Genau. Also du könntest sie quasi wachsen lassen, dann wächst sie halt einfach oben eh mehr weiter. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig bei Kampffischen. Also das ist nicht so wie im Aquascaping, das oder ich nehme jetzt ein gutes Beispiel, ist eigentlich ein Holland-Pflanzer-Aquarium, wo du Struktur, also durch die Pflanzen einen Rückschnitt hast. Hier darf es wirklich wild sein und darf auch gerne ein bisschen verkrautet sein, weil das mögen die Kampffische. Das ist ganz wichtig. Sie brauchen Zonen auch in allen Bereichen des Aquariums, wo sie sich ablegen können. Ganz wichtig für das Tier. Wir machen jetzt hier den Mittelgrund, machen wir mit Aufsitzerpflanzen. Wir haben hier einmal eine Anubias und dann haben wir Butzerphalandras und noch ein bisschen Moos. Damit man auch hier, das ist übrigens auch ein guter Trick, für spitze Wurzelenden zu kaschieren, damit der Kampffisch nicht verletzt. Man macht einfach ein bisschen Moos oben drüber. Das kann man entweder aufbinden oder man kann es gerne auch mit Sekundenkleber kleben. Ja. Hier hat man halt, weil man mit Sekundenkleber klebt, hat man halt den Nachteil, man hat am Anfang so ein bisschen weiße Stellen. Ist nicht schlimm, nach 3-4 Wochen hat das Moos die weißen Stellen überwachsen und man sieht nichts mehr davon. Die Butzerphalandra übrigens sind ganz spannende Pflanzen, die ursprünglich endemisch auf Borneo vorkommen, in bestimmten Höhenlagen. Haben ja den Einzug in die Aquaristik kommerziell so in den letzten 5 bis 10 Jahren gefunden. Gerade die letzten 5 Jahre waren entscheidend. Und man sieht immer mehr von denen in den Gärtnereien auftauchen. Das ist jetzt hier die Variante, eine Red, glaube ich, ne? Eine Butzerphalandra. Ja. Das heißt, ihr kriegt da so eine Anfärbung. Genau. Und gibt auch einen schönen Kontrast, denn ihr habt natürlich hier bei der Pflanze ein sehr kräftiges Grün, aber eher so ein Apfelgrün, ne? So ein Giftgrün. Genau. Und hier haben wir eher ein ganz dunkles, so ein Altpolizeigrün, kann man sagen. Ja. Ja? Und die Butzen dagegen mit ihrem dunklen Blatt, das gibt einen ganz tollen Kontrast. Hier pflanze ich jetzt die Hygrophylla Polysperma ein. Das mache ich auch immer mit einer Pinzette, weil es halt einfach ist. Ich habe so kleine Wurstfinger und da ist das ein bisschen kompliziert. Aber deshalb nehmt euch eine Pinzette, das macht das Ganze einfacher. Die habe ich auch, das waren jetzt 2 Töpfe, die habe ich jetzt auch nochmal geteilt. Das ist auch bei der Pflanze ganz wichtig, weil das ist eine Stängelpflanze, die sehr gut und gerne schnell wächst. Die Pflanze nochmal zu teilen, damit man diese Grundfläche hier vernünftig nutzen kann und damit sie auch überall genügend Licht bekommt. Und ich würde jetzt behaupten, in 2-3 Wochen ist die Pflanze schon fast an der Oberfläche des Aquariums und dann muss man auch schon anfangen mit dem Beschneiden. Dann haben wir hier noch diese Anubias, das ist die Petite, ne? Genau. Auch als Bonsai hoffe ich ähnlich im Handel zu finden, also einfach eine kleinbleibende Anubias mit einem kleinen Blatt, genau. Die sehr kompakt ausläuft als Aufsitzer und auch absolut gutmütig. Ich mag ja sehr gerne auch diese Wurzeln tatsächlich, wenn die später sich da so ein bisschen runter die Haftwurzeln bilden, ne? Genau. Es ist noch wichtig bei Anubias, Microsorum oder auch bei Butzerphalandra zu sagen, das sind Aufsitzerpflanzen. Niemals eine Anubias oder eine Butzerphalandra oder auch Microsorum, das Javafan, kennen wir ja alle, ja, Klassiker. Einpflanzen, weil die kommen in der Natur in Spritzwasserbereichen vor, bei Wasserfällen, in Flüssen und wie auch immer. Und wie der Name ja schon sagt, haben die Haftwurzeln. Das heißt, die Wurzeln halten sich von selber auf dem Stein fest. Und deshalb kommen die auch mit ganz wenigen Nährstoffen zurecht. Also die haben das im Laufe der Evolution sich so angeeignet. Aber was passiert, wenn ich jetzt diese Pflanze jetzt gerade hier bei der Anubias, oder warte mal, ich nehme eine schöne, wo man es besser sieht. Die hat hier ein Rhizom und hier sind die Wurzeln. Die Wurzeln, das sind die Haftwurzeln. Wenn man jetzt hingehen würde, die Pflanze hier mit dem Rhizom einpflanzen würde, würde die Pflanze eingehen. Also das Rhizom würde anfangen zu faulen und die ganze Wurzel wäre tot. Aus dem Grund einfach Anubias, also alle Aufsitzerpflanzen, um es einfach zu machen, kleben, in Nischen reinstecken oder aufbinden. Und den Rest macht die Pflanze von selber. Genau. Jetzt ist es auch hier so, kann man auch gut sehen, was ich auch immer mache. Die Wurzeln sind relativ lang und ich schneide die immer hier so, dass man ein bisschen mehr wie 1 Zentimeter unterhalb des Rhizoms und somit lässt die Pflanze sich auch einfacher pflanzen. Und jetzt könnt ihr sehen, ich gehe einfach hin. Das ist eine gute Stelle für die Anubias.
Aber ich zeige auch gerne mal im Vordergrund, wie es aussieht, wenn man klebt. Der Nils war freundlicherweise, hat sie schon ausgetopft. Wenn jetzt so ein bisschen Steinwolle da noch an der Pflanze dran ist, ist okay. Das macht nichts. Beim Kleben hilft es ja sogar. Die Steinwolle ist ja mit Nährstoffen getränkt von den Gärtnereien. Und wenn ihr jetzt zu viel jetzt drauf hättet, unabhängig der Steinwolle selber, hättet ihr natürlich auch einen gewissen Nährstoffeintrag ungewollt im Aquarium, den man nicht so wirklich kontrollieren kann im vollgewässerten Zustand. Aber wie Volker sagt, wenn das dann nur noch so ein Müh Steinwolle ist, ist es am Ende egal. Und das war jetzt das. Ihr könnt sehen, jetzt hält die Pflanze schon. Also das geht rucki zucki. Wenn man kleben möchte, man kann es natürlich auch einfach aufbinden oder einfach in eine Nische reinstecken. Genau. In eine Nische reinstecken hat natürlich einen Vorteil. Du beschädigst die Pflanze in der Regel gar nicht. Sie kann sich frei entfalten. Beim Aufbinden müsst ihr ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Wenn man das zu stramm macht, dann verletzt man auch die Pflanze. Kleben ist aber natürlich auch. Es ist einfach ein chemischer Effekt, der ja da irgendwo anhaftet. Genau. Es hat alle seinen Pro und Contra am Ende. Es gibt da nicht die perfekte Lösung. Das müsst ihr für euch entscheiden. Und jetzt zu guter Schluss. Das Moos. Ohne Moos nichts los. Genau. Auch hier haben wir so Nährgel. Also ich hatte ja im vorigen Video gesagt, es gibt einmal eine flüssige Variante und einmal hier so eine Gel-Variante. Die müsst ihr auch so gut es geht entfernen. Eventuell nochmal unter dem Wasserhahn ausspülen. Wenn da ein bisschen ins Aquarium kommt, da passiert nichts. Das so ist eine Art Agar-Agar-Lösung, ja, so genau, zuckerhaltig. Das ist zuckerhaltig. Da könnt ihr maximal ein bisschen die Bakterien anheizen, aber mehr passiert da auch nicht. Also giftig ist es auf keinen Fall. Und das kann man dann einfach so hingehen und dann nimmt man sich so kleine Portionchen. Wer jetzt kleben möchte, geht es einfach hin, macht so ein bisschen von dem gelartigen also Kleber drauf und drückt es einfach so fest. Und wie gesagt, es kann passieren, dass da jetzt so ein bisschen weißer, dass das so ein bisschen vom Kleber ein bisschen weiß durchschimmert, ist aber nicht das Problem. Das ist in ein paar Wochen sieht man das nicht mehr. Was du auch sagtest mit dem Zucker und Bakterien, vielleicht nur als Hinweis, Fingerwurz, Moorwurzel und Co., also das, was wir jetzt hier auch verbauen, das hat immer so natürlich oft einen Hang, dass da sich so ein Bakterienflaum drauf bildet. Ne? Genau. Wie so ein Pilz sieht das aus, so ein ganz dünner Flaum. Keine Panik, das könnt ihr abreiben, absaugen. Später ist es so, dass die Garnelen es auch entsprechend beackern oder auch die Schnecken guter Nährstoff einfach da ist und das verschwindet auch von selber. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das ist ziemlich normal. Also die Geschichte ist, sobald Garnelen und Schnecken drin sind, ist diese Geschichte eh erledigt. Das Papier saugt sich jetzt mit Wasser voll und drückt die Pflanzen nach unten und steigt dann natürlich mit dem steigenden Wasserspiegel an die Wasseroberfläche und dann kann man es da oben ganz bequem abfischen. Also das ist die, meiner Meinung nach die beste Variante für ein Aquarium zu befüllen. Was brauchen wir denn noch, damit das Aquarium auch erfolgreich laufen wird? Wir wollen die Pflanze ja garantiert auch mit irgendwas versorgen, außer Säure, ne? Genau. Also als allererstes, als Grundversorgung für die Pflanze, auf jeden Fall eine CO2-Anlage. Da wir jetzt hier einen Kampffisch reinsetzen und dieses Thema Kampffisch und CO2 ein eher kontroverses Thema ist, auf jeden Fall, dass man eine Grundversorgung hat, die würde ich unsere Bio-CO2-Anlage hier nehmen. Damit kriegt man genügend CO2 ins Aquarium, aber auch auf keinen Fall eine Überdosierung an CO2. Im Schnitt, sag mal so, um die 15 Milligramm ist realistisch? Um die 15 Milligramm packt diese Anlage auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir jetzt hier, würde ich noch zusätzlich ein All-in-One, wie der Name ja schon sagt, da ist alles drin. Ist was für die Wasser, für die Wasserchemie drin, da ist was für das Tier auch noch mal drin und natürlich auch was für die Pflanzen, Wasseraufbereiter auf jeden Fall. Aber für das haben wir auch extra einen Wasseraufbereiter für Kampffische. Also wenn du jetzt einen Kampffisch hast, kauf dir unser All for Better, da ist ein Pflegepräparat für den Fisch und nochmal ein Pflegepräparat für extra fürs Wasser für den Kampffisch. Was du dann aber natürlich noch zusätzlich brauchst, die Pflanzennahrung. Die Anlage hat keine Nachtabschaltung, falls die Frage aufkommt. Braucht sie auch nicht, weil wir quasi immer im unteren Level fahren. Wir wollen ja aber am Kampffisch gar nicht so viel an CO2 drin haben. So viel, dass die Pflanzen halt gut mit zurechtkommen, aber auch nicht mehr. Und deswegen brauchen wir hier bei der Lösung eben keine extra Nachtabschaltung. Macht es auch für euch natürlich sehr easy im Betrieb. Ne? Ihr füllt das einmal auf mit dem Gel, startet es an und dann läuft das Ding erstmal durch. 40 Tage, glaube ich, ne? Ist so ein Richtwert. Also mindestens 40 Tage. Die Versuche haben ein bisschen gezeigt, dass es eigentlich ein bisschen länger geht, aber 40 Tage garantieren wir, also das ist,
ist auch okay. Und by the way, sieht wirklich schick aus. Ja, kann man sich gut hinstellen. Neben Aquarium perfekt. Ganz wichtiges Thema natürlich auch, Kampffische können springen. Die sind von Natur aus dafür gemacht, das zu können. Und genau. Da macht es natürlich Sinn, mit der beiliegenden Abdeckscheibe zu arbeiten. Aber da bitte nicht denn das Aquarium komplett bis hoch füllen. Also lasst wirklich mindestens 2 Finger Platz zur Wasserober, also zur Wasseroberkante, ja. Also damit atmosphärisch er natürlich auch noch Luft genau. aufnehmen kann genau. ne, und da entsprechend veratmen kann. Und das ist ja mit der Technik bei Daniel auch super gemacht. Ihr könnt die Filter ja, weil die ja frei positionierbar sind, oder auch der Heizer ja genauso ausrichten, dass es dann genau hinkommt. Genau. Die Spaltmaße, die dann am Ende überbleiben, reichen aus für eine Zirkulation, aber da kann nichts springen. Für den Betrieb selber, du kannst ja das Röhrchen aufstecken auch beim Filter. Genau. Wie gesagt, wie am Anfang gesagt, lasse ich das hier weg. Und ich drehe hier, wir haben hier oben so einen Drehknopf, drehe ich komplett zu, damit die Strömung komplett langsam durchs Aquarium geht, weil, wie gesagt, der Kampffisch mag keine starke Strömung. Genau. Deswegen auch da, viele verwechseln immer hier diesen Knopf oder dieses Drehmechanismus-Teil damit, dass man das hier bewegt, aber es geht hier wirklich darum, dass man damit den Durchfluss reguliert. Das ist beim ersten Mal ein bisschen schwergängig. Wenn ihr das zum ersten Mal hier oben drehen wollt, wird sich fast immer das Röhrchen mitdrehen, aber wie gesagt, das hat miteinander eigentlich nichts zu tun. Ihr müsst einfach oben auf die Fallrichtung achten, die oben drauf sichtbar ist, und da könnt ihr abdrehen. Genau. Jetzt sehen wir das Aquarium nach 3 Monaten Einfahrphase. Ich würde sagen, es kann sich wirklich sehen lassen. Ihr könnt dieses schöne Schmuckstück euch natürlich auch live auf der Aqua Expo in Dortmund ansehen. Und auch den Volker könnt ihr natürlich mit Fragen löchern, der auch am Sonntag, am Messesonntag, dort extra einen kleinen Workshop abhält, ein Seminar zu dem Thema Beta Tank. Ihr könnt eigentlich am Sonntag dieses Aquarium genau mit diesem Setup nochmal live mit mir nachbauen. Und diese ganzen Produkte gibt es dann später beim Nils nochmal am Stand zu kaufen. Ich würde sagen, das wird eine runde Sache, oder? Genau. Volker, macht's gut. Ciao. Ciao.